Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich gerne für meine Schultern eine wärmende Salbe herstellen. Naja, ich habe ein bisschen übertrieben beim Putzen und habe meine rechte Hand so angestrengt, dass ich habe richtig jetzt Schmerz in den Gelenk und zieht mir richtig runter. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss was unternehmen und was anwenden. Und ich habe in meinem schlauen Buch nachgeblättert und eine Cayenne-Salbe, diese wärmende Salbe, gefunden, Rezept. Und den werden wir jetzt zusammen auch herstellen. Ich möchte gerne euch mein Buch, welches ich habe vor einem Jahr von meinem Mann zum Weihnachten als Geschenk bekommen, weil ich hatte mir ihn sehr gewünscht. Es geht über eine Frau, Nicole Aplian, und die hat 28 Jahre Erfahrung mit den ganzen Kräuter, Pilzen, alles Mögliche, was mit heilen Naturmitteln verbunden ist. Und sie hat im 2000 eine schreckliche Diagnose bekommen, Multisklerose. Und die hat gesagt, ich gebe nicht auf, und hat sie ihr Krankenbett verlassen und nach Island gereist, und in diesem Ort ist sie 57 Tage ganz alleine verbracht und hatte kaum was mitgehabt. Das war ja wichtig, ihre Jagdmesser, mit welchen war dann unterwegs. Und nur durch den Kräuter, Pflanzen, Pilzen hat sie sich ernährt und geheilt. Und sie hat ihr Leben sozusagen zurückgewonnen. Und sie hat gesagt, es gibt bestimmt sehr viele leidende Menschen, welche müssen ihre Heilmittel finden. Die müssen das zu gesund zu bleiben. Und hier in diesem Buch wirklich wunderbare Rezepte gibt es, so gut beschrieben über die Pflanze, was kann man damit machen und gegen was. Könnte nur empfehlen, ist aber, liebe Freunde, keine Werbung, davon habe ich nichts. Ich kann nur euch vielleicht helfen, auch ein bisschen auf die eigene Faust was nehmen. Natürlich, Schulmedizin ist auch wichtig und ein Besuch bei dem Arzt auch. Aber manchmal können wir auch mit unseren Hausmittelchen, wie unsere Omis und Opis und Uromis, auch mal was für ihre Familie getan und gesorgt. So können wir auch es machen. Das darf einfach nicht in Vergessen kommen. Und das Rezept habe ich mir schon rausgeschrieben und da brauchen wir auch gar nichts viel. Und bei diesem Rezept am besten auch Olivenöl nehmen, weil Olivenöl kann man sogar Kompresse auf die Brust machen, einfach aufwärmen, wenn man was mit den Brunchen hat. Und dann brauchen wir Cayennepfeffer. Cayennepfeffer besser in Flocken oder wenn ihr vielleicht selber habt. Ich habe mir jetzt sogar die Samen besorgt und dieses Jahr pflanze ich selber meinen Cayennepfeffer, weil Cayennepfeffer bei mir geht in jedes Gericht. Ich liebe Cayennepfeffer, weiß ich nicht warum, aber ich benutze ihn immer und schon ewig. Und das ist eigentlich, hat sehr viele für die Gesundheit gute Eigenschaften. Ich habe jetzt in Pulver, dann brauchen wir Bienenwachs, dass wir das Salbe haben. Ein Gläschen, wo wir es werden machen. Ich habe noch Vitamin E, welches mache ich immer in meine Salbe rein. Es ist für die Haltbarkeit auch gut. Und Lanolin kann man auch dazu geben. Es macht die Salbe etwas elastischer, schön zum Verreiben. Und für die Haut ist es wirklich gut. Und in diesem Rezept ist auch noch ätherisches Öl, ein sehr wichtiges ätherisches Öl, Wintergrün. Und die bestelle ich nur bei doTERRA. Meine ganzen Öle, ätherische Öle, sind bei doTERRA. Ich stelle euch unten Link in der Beschreibung, ob ihr einfach reingeht und euch anschreibt als Kunde, als Vorteilskunde. Es kann man dann immer reingehen und etwas billiger Öle kaufen, wenn er als Vorteilskunde sich anmeldet. Oder ihr geht mal nur einmal rein und sagt, ich will nur ein Öl haben, kauft ihr ein Öl und ist gut. Die ist wirklich sehr gut bei solchen Problemen wie Gelenke, Muskelschmerzen. So, wird es ziemlich einfach hergestellt, wie auch alle Salben.
Rezept haben wir und dann schreibe ich euch in die Beschreibung. Es steht halbe Tasse. Tasse bedeutet, dass es bei solchen Rezepten immer ein Kub. Das ist das sozusagen ein Messbecher. Und die sind meistens immer mit einem Sepp. Dann hat man halber und Viertel und Drittel und dieses und so weiter. So, wir brauchen halbe Tasse Öl. So, gebe ich jetzt in ein Gläschen. So, alles muss rein, nichts verloren soll sein. Und da kommen jetzt Cayenne-Pfeffer. Und ich hatte gedacht, danach muss man das alles absieben und ich habe es im Pulver. Deswegen dachte ich, ich nehme einfach so einen Teebeutel und mache einen Teebeutel rein. Und dann vielleicht kann ich mir auch sparen, einmal sieben, weil das wird bestimmt auch nicht einfach durchzusieben. Ganze Esslöffel. Und durch das Cayenne-Pfeffer wird die Salbe wärmen. Mache die mit dem Zahnstocher zu, wie ist das bei den Kräutern, wenn wir ihn kochen. So, und lege jetzt das alles in mein Gläschen rein, richtig tauchen. Das Öl wird aufgewärmt auf dem Wasserbad. Wir nehmen ein Töpfchen, im Töpfchen legen wir Läppchen. Und geben wir jetzt so ein warmes Wasser. Nicht unbedingt kochendes Wasser, sondern warmes Wasser kann man schon nehmen. Und stellen wir unsere Gläschen, dass er so weit in den Schüssel steht, dass Wasser und Öl auf die gleiche Höhe ist, nicht drunter. Und wenn wir jetzt köcheln, muss man immer wieder mal nachschauen, ob das Wasser verdampft ist und von Wasserkocher einfach dazugeben. Weil dieses Öl jetzt mit dem Cayennepfeffer sollten wir 60 Minuten köcheln lassen. Das heißt, das Wasser muss köcheln, nicht das Öl. Nur Wasser drumherum soll köcheln. 60 Minuten. Und nur danach machen wir unsere Salbe fertig. So, das Wasser jetzt kocht und wir müssen die so kochen lassen, dass die sprudelt, aber nicht zu doll sprudelt, dass die Spritze in das Öl nicht reinkommen, in unsere Gläschen. Und wenn jetzt das Säckchen ein bisschen nach oben kommt, einfach immer wieder mal runterdrücken. Wenn Sie natürlich Pfefferflocken haben, dann ist es besser, dann sind die dann immer im Öl. Aber mit gemahlenen Pfeffer machen wir so. Wird es auch klappen. So, und lassen wir jetzt 60 Minuten köcheln. So, es ist jetzt eine Stunde vergangen. Jetzt können wir unser Herd ausmachen und wenn es möglich ist, können wir auch schon Gläschen auch rausnehmen. Nämlich auf so eine Unterlage, nicht auf kalte Tisch stellen, sondern auf Unterlage. Und jetzt können wir durchsieben, wenn wir ohne Beutel gemacht haben. Oder jetzt nehmen wir einfach einen Beutel raus. Bisschen ausdrucken. Und in unsere jetzt hier Öl geben wir jetzt 2 Esslöffel Bienenwachs. So, 1 und 2. Gleichzeitig können wir auch gleich den Lanolin dazu geben und da ist wirklich prima Daumen. Ich gebe immer so auf dem Spatel etwas und lassen wir wieder im Wasser das alles schmelzen. So, unser Töpfchen wieder auf den Herd und unser Gläschen auch ins Wasser. So, es dauert gar nichts lange, brauchen wir gar nicht so richtig kochen, weil das Wasser ist heiß und es wird sehr schnell schmelzen. Können wir wieder unsere Gläschen rausnehmen und ganz leicht ein bisschen abkühlen, bevor wir ätherisches Öl reinmachen. So, das Öl ist jetzt so warm, nicht heiß. Können wir jetzt Vitamin E dazu geben? Es ist auch für die Haltbarkeit gut. So ein paar Tropfen, 3 Tropfen wird es schon reichen. 2, 3. Und 3, 4 Tropfen von Wintergrün. 4. Umrühren und in die Döschen
umfüllen. Richtig gut umrühren. Und ich habe so eine Gläschen, die sind richtig gut zum Verschließen. Fülle da rein. So, liebe Freunde, erstmal schließe ich die Gläschen nicht fest zu, bis das den Salbe nicht fest wird. Und wenn dann fest wird, dann schließe ich die zu. Wenn wir jetzt dazu machen, es kann passieren, dass es schwitzt, wird hier auf dem Deckel Schwitzwasser und wenn die tropft in die Öl, ist das gar nicht gut für die Halbe. So, liebe Freunde, unsere Salbe jetzt abgekühlt und in dieser Zeit, bis das meine Salbe abgekühlt ist, habe ich auch noch mir Antibiotika, natürliche Antibiotika, diese wunderbare Elixier, noch neue angesetzt. Der darf eigentlich nie fehlen in jedem Haushalt. Da schwöre ich, dass das bei so vielen wie ich. So, und unsere Salbe sieht jetzt so aus. Die ist etwas so rötlich, natürlich von Cayenne-Pfeffer. Die kann man schon zumachen, weil es wird nicht mehr schwitzen. Und in diesem Tiegel habe ich jetzt schon eigentlich so mit meinen Spaten richtig so wie aufgeschlagen, die Salbe. Und die ist jetzt so, so richtig schön dann angenehm die auftragen, gut verteilen, wirklich schön geworden. Und wie ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen Test gemacht, weil ich wollte sehen, ob die wird jetzt heiß oder wird brennen auf den Haut. Und das muss jeder natürlich für sich auch selber probieren, weil jede Haut reagiert anders. Es brennt nichts, es leicht wird warm, aber nicht so, dass es richtig heiß wird. Jetzt ist noch, muss man sehen, wie das Ergebnis ist. Wenn ich jetzt an meine Schulter werde einreiben, ob das wird mir jetzt helfen oder nicht. Und das werde ich euch natürlich unten in die Beschreibung schreiben, ob das es mir geholfen hat, dass ihr zum Beispiel wisst, ob das diese Salbe bei solchen Sachen wirklich hilft. Für meinen Mann werde ich auf die Knie auftragen, weil er ein bisschen mit den Knie hat und da werden wir diese Salbe auch testen. Aber ich finde, dass das Cayenne-Pfeffer ist von sich selber wirklich ein gutes Heilmittel. Das muss schon was helfen. Das Einzige, musst du natürlich aufpassen, wenn ihr mit der Hand irgendwo was einreibt, dass ihr die Hände wäscht oder ihr zieht eine Handschuhe beim Einreiben, dass ihr dann nicht ins Gesicht sich fasst oder an Augen reibt, weil dann wird das natürlich brennen. So, liebe Freunde, es könnte natürlich mal austesten, diese Salbe, und zum Beispiel etwas mehr von Cayenne-Pfeffer geben oder mal probieren, wirklich, wie es im Rezept steht, mit den Flocken, Cayenne-Flocken. Und wenn ich in diesem Jahr Erfolg habe mit Cayenne-Pfeffer, dann werde ich mir trocken und dann werde ich mir noch auch eine mit den Flocken herstellen und dann habe ich dann einen Vergleich, was es besser ist. So, aber ich hoffe, das eine oder die andere wird diese Salbe auch nachmachen und vielleicht mal ausprobieren und mir im Kommentar schreiben, ob das euch geholfen oder nicht. Und ich wünsche euch, dass es euch hilft. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!